Herzlich willkommen zurück bei unseren hübschen Lösterbildchen. Hier regnet es derzeit. Allerdings ist es hier, wie es scheint, sehr warm. Im späten Frühling, wie es jetzt eigentlich auch ist. Ja. Mai ist doch eindeutig später Frühling, würde ich sagen. Das Wetter ist dem, was wir auch derzeit haben, auch recht ähnlich, muss ich dazu sagen. Naja, wir spielen gerade auf 10-fache Geschwindigkeit. Nahrung haben wir derzeit nicht sehr viel, aber wir haben viele Leute, die darum kümmern, dass wir schön viel Nahrung bekommen. Derzeit haben wir 27 Arbeiter, das sind 2 mehr als gegen Anfang der Arbeit. Und wir sind zufälligerweise auch im 27. Jahr. Boah. Krass, ne? Das haut einen förmlich aus den Socken. Mit diesen weiteren Stone-Sparen sind sie beinahe fertig. Dann kann ich hier hinten auch anfangen. Mit landwirtschaftlichen Gedingsebumse. Und so. Ne? Und einen weiteren Labrador. Juhu, juhu, Luftsprung und so, ne? Ist ja leer. Was ist das für eine Scheiße? Man muss gleich wieder einreisen. Ich gucke euch mal nach, wie. Ein Labrador. Was könnte ich denn mal eben machen? Stonecutter bräuchten wir. Ach, warum mag ich nicht? Der Builder kann ja gleich sich mit diesem Haus hier beschäftigen. So. Der hat auch seinen Spaß dran. So, jetzt haben wir immerhin 3 Hunter noch während des Sommers und dazu noch 10 Feldarbeiter, beziehungsweise, was ich, Landwirtschaftler? Nein, keine Ahnung. Bauern? Ja, Bauern trifft es eigentlich ganz gut. Plantager und Feldarbeiter. Plantagenarbeiter, ja, sowas in der Art. Gibt's eigentlich auch Baumwolle? Nee, der Gag wäre dann, der wäre zu unangemessen, finde ich. Naja. Kann man eigentlich Brücken auch schief bauen? Ich glaube nicht, oder? Würde ich wahrscheinlich. Wenn man Brücken schief bauen würde, wäre das ein super Ort, das zu machen. Ansonsten würde ich die wahrscheinlich irgendwann hier hinbauen und hier irgendwann noch eine hin. Wenn ich in die Richtung überhaupt rübergehe. Aber ich glaube, das wird dauern. Ich habe die zwar hierhin gebaut, aber es wird dauern, dass ich wirklich, bis ich wirklich damit anfangen würde, da auch hinzubauen, denn erstmal werde ich in die Richtung hinausbauen. 28 Leute, sehr schön. Das ist ja schon mal 3 mehr als gegen Anfang der ersten Aufnahme. Und wir sind inzwischen schon 48 Leute, oder? War ich mich verrechnet? 48 Leute. Okay, ich glaube, da waren wir mal mehr. Sind alle Häuser denn gut bewohnt? Einer mit nur einem einzelnen. Es geht also. Ich mag Korn. Korn scheint immer sehr schnell abgebaut zu werden. Also Korn ist schnell fertig. Während der Pumpkin immer ein bisschen braucht. Die beiden hier, die Plantagen, scheinen immer ein bisschen länger zu brauchen. Aber die lohnt sich, glaube ich. Und Grillwurstborn. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie. Ich werde 3 Kinder auf einmal. Was denn war denn hier los? Vor 9 Monaten so eine Amazon. Verdammt, jetzt fällt mir da. Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. So ein Gangbang. Genau. Aber ich wollte eigentlich einen anderen Begriff nennen. Naja, egal. Na, ist wieder ein Arbeiter mehr. So, 1, 2, 3. Kann auch gleich als Fischermann arbeiten. Da freut er sich bestimmt. So. Wisst ihr, was mich langsam richtig deprimiert? Wir haben schon ein paar Mal Leute bekommen, die uns hier Samen angeboten haben, also bei denen man Samen bestellen konnte. Auch einige, die als einmal auch, da konnten wir auch, glaube ich, beinahe was holen.
glaube genau, Weed war das. Und es hat dann am Ende dann doch nicht geklappt. Das war schade. Aber es gab noch nie welche, die Tiere angeboten haben. Und über Tiere würde ich mich eigentlich am meisten freuen. So. Was ist denn hier los? Naja, wenn einmal ganz viele auf einmal geboren wurden, dann werden auch ganz viele auf einmal zu arbeiten, wie es scheint. Wo könnte ich die mal eben einsetzen? Hier ist ja fast alles voll. Nice. Gefällt mir. 31, 31. Okay. Muss es aber auch irgendwann ein Massensterben geben. Das ist irgendwie Ausgleich, glaube ich. Befürchte ich. Naja, kann ich irgendwann meinen dritten Stonecutter einstellen. Kann ich mir dann sogar leisten. Nice. Ey, yo, nice, Alter, ne? Naja. Es gibt wirklich Leute, die übertreiben es oft damit, dass sie irgendwie ein Wort ständig sagen, aber finde ich eigentlich okay. Ist nicht so schlimm, wenn man ständig nice sagt. Wenn die Person zuguckt, auf die ich anspiele, dann wird sie schon wissen, dass sie gemeint ist. An dieser Stelle kann man nebenbei ziemlich gut hören, ob das, was ich spreche, auch wirklich synchron zum Ton im Spiel ist. Und wahrscheinlich singe ich grässlich. Und wahrscheinlich schafft es mein Handy, wollte ich schon sagen, mein Headset, das nicht richtig aufzunehmen. Egal. 17:52 ist es schon, naja. Ich denke, hier habe ich doch ein wenig Zeit mit aufnehmen. Ja. Ja, ich liebe es, wenn hier viel Weiße steht, denn viel Weißes ist immer irgendwie ein gutes Zeichen. Zumindest, wenn es um, hier um den Eventlog geht. So, 1300, sehr schön. Inzwischen schön viel Nahrung. Die stelle ich jetzt grundsätzlich mal aus, weil ich einfach viel zu viel Angst davor habe, dass ich nochmal aussehen auf Cut drücke. Das habe ich mal so richtig aufgeregt, wenn ich auch aus dem Cut gedrückt habe. Passt der eigentlich noch im Haus hin? Hallo? Passt hier noch ein? Ah, so. Ja! Habe ich hier kein Haus hingebaut? Passt er doch noch so schön hin? Aber warte mal, erstmal. Oh, jetzt haben die vielleicht schon 6 Loks dahin gebracht. Eigentlich wollte ich ja erst mit denen, wollte ich erstmal das, was schon angefangen wurde, beenden. Ach, das hat eh schon genug Platz. Es fehlt nur noch an. Eisen. Okay. Sollte eigentlich kein Problem sein. Könnte ich mir auch mal eben beschaffen. Könnte das auch mal wieder einstellen. Dass sie daran weiterarbeiten können und lass die mal ein wenig Eisen holen. Eisen findet man auch überall. Sollte kein Problem sein, das ist Stein, oder? Hier habe ich doch irgendwo noch vorher noch Eisen gesehen, ne? Ja, da. Eisen? Oh, das ist doch Stein. Nee, irgendwo habe ich doch eben ganz flüchtig Eisen gesehen. Während ich noch hochgescrollt habe, dachte aber, ich kann hier noch eben Eisen einsammeln lassen. Da! Genau, das meinte ich. So. Eisen. Guter Junge. Nehmen wir weg, wenn es jetzt nicht synchron ist, dann liegt das nicht daran, dass ich es irgendwie falsch eingestellt habe, dann liegt es am Bandicam, so. So. Mal eben. Ach, wisst ihr was?
Okay. Ah, das ist fies. Dafür lasse ich aber auch zwei Labra sein, damit die das alles mitbekommen. Habe ich das alles hier schon markiert? In die Richtung werde ich wahrscheinlich sowieso nicht ausbauen. Dafür lasse ich auch ein paar Labra sein, dann können die das alles bringen. So. Stein brauche ich eh noch. Das können die auch alle besorgen. So, welche. Wie schnell läuft die Zeit gerade? So schnell, okay. Zoom mal rein, weil dann verläuft meiner Meinung nach, vielleicht wirkt es auch aber schneller, weil ich näher dran bin. Aber ich meine, wenn ich weiter reinsuche, dann muss er weniger Fläche, sag ich mal, auch bildlich darstellen und laden. Dadurch verläuft es, glaube ich, das meiste schneller. Vielleicht kommt es ja auch nur so vor. Und Late Winter, das heißt bei eben Zeit Stopp. Work. 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 So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. So. Und Zeit weiterlaufen lassen. Wird vielleicht ein wenig dauern, bis die auch wirklich anfangen zu arbeiten, aber wird sich lohnen. Sehr schön. Alles Eisen ist da inzwischen durch und da und alles Stein ist auch da inzwischen da. Es lohnt sich wirklich so vorzugehen. Die da hinzuschicken. Ich glaube, 12 Minuten, die machen mal die Folge ein wenig länger. Weil ich gerade Lust drauf habe. Ich habe dir keine Lust, danach noch eine Folge aufzunehmen, aber die Folge mache ich dafür dann ein wenig länger, denke ich. Du kannst, der Bilder kann unterstützt werden, finde ich. Early Spring, aber es schneit noch. Ah, die sollten, glaube ich, gleich auch hier mit Arbeiten anfangen. So. Da fehlt noch das Eisen. Ich glaube auch nicht mehr lange, oder? Ich meine, ich habe hier wirklich viel Eisen abbauen lassen. Ja, ist unser Maisfeld. Und da sind ein paar Fische, die rumstehen. Die sollte man nicht allzu lange rumstehen lassen. Fisch ist da nämlich sehr empfindlich. Ich glaube, ich schicke sogar wieder einen in die Mine. So. Und sie bauen, sie bauen, sie bauen. Ja, bauen schneller. Bauen. Mein Schatz. Mutter. Ich war gerade kurz etwas weggetreten. Ist was passiert? Nee, okay. Das eine Steinhaus ist fertig. Okay, dann ist ja schön. Und da haben sie auch schon alle Materialien für. Und den Rest sammeln sie aber immer noch fleißig wie die Bienen. Und jetzt wird auch endlich mal wieder in der Mine gearbeitet, weil ich genug Leute endlich dafür habe. Ach, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ah, schön. Noch mehr würde ich mich jetzt freuen, das wäre so quasi der Höhepunkt der Happiness, so wie bei den Leuten hier auch, wenn ein Händler kommen wird, der dann auch noch erstmal schön wieder durch den Steg durchhämmert und dann auch noch Tiere oder die coole Samen bei sich hat. Und bam, Punkt 1 wurde schon mal erfüllt. Jetzt bin ich mal gespannt. Heidkohl, was ist Heidkohl? Versteckte Kohle? Gibt es eigentlich auch noch einen Hängenknopf? Weil ich glaube, diesen Spruch habe ich schon mal gemacht. Verpiss dich, du kleiner... Weißt du, wäre das jetzt so meine Kurve, wäre die jetzt von ganz so auf hier so runtergegangen, ne? Das ist immerhin was.
nicht allzu viel, das stimmt, aber... Oh geil, gleich wieder 200 Arbeiter. Leute, ihr wollt mich doch... Nice. Und gleich wieder 30 Steine und Eisen sind sich, glaube ich, noch am Sammeln. Und wir haben zwei Bilder, die ich zu tun haben. Geh doch in den Wald. Nachdem man so ein Haus zusammenge... bastelt hat, da hat man doch bestimmt Lust, mal schön in den Wald zu gehen. Ah. So. Es ist 18 Uhr jetzt. Ja, ich denke mal. Und ich habe 15 Minuten aufgenommen. Das ist ein guter Zeitpunkt, mal endlich auch mal nach draußen zu gehen. Ah, die Sonne scheint nämlich draußen und ich nehme mir auf. Warum eigentlich? Wo ist die Spinne eigentlich abgeblieben? Na, egal. Ich denke mal, dass die letzten Folgen wirklich richtig erfolgreich waren. Da muss man sich, da sollte man nicht drüber streiten. Könnten vielleicht einige von euch vielleicht besser gemacht haben, was weiß ich. Aber ich sag, ich war glücklich damit. Und ich hatte richtig, eigentlich habe ich sogar richtig Laune weiterzumachen. Aber das ist, glaube ich, dieser, das kommt, glaube ich, davon, dass, weil rechts habe ich mein Fenster auf und da scheint einmal richtig die Sonne rein. Und diese Sonne macht mir gerade richtige Laune. Aber ich denke, ich sollte diese richtig gute Laune auch mal dafür ausnutzen, mal rauszugehen. Würde mir auch mal gut tun. Auch wenn ich glaube, dass Banish kein Spiel ist, was mir schlecht tut. So. Bis dann, Leute. Ciao.